Auge! Rechts! Ich habe von deutscher Seite noch einmal unterstrichen, dass wir ein intensives Interesse daran haben, dass die Gespräche hier auch mit den Vertretern des Dalai Lama wieder in Gang kommen und aber angeboten, wenn Deutschland dabei einen konstruktiven Beitrag leisten kann, dass wir gerne bereit sind, das zu tun. Wir 基础设施建设，企业的技术改造，我们根据中国的法律，凡是在外国的企业，不管是合资企业还是股份制企业，我们将实行国民待遇。 Kollege, geh mal in dein Hause. Geh mal Tee trinken, Kaffee, mach Pause. Freiheit für Tibet! Freiheit für Tibet! Ich habe gehört davon, weil da gab es dann Ärger mit Apple und so. Also ich hoffe, dass die Bundesregierung Wege findet, dieses Thema anzusprechen und dies auch klar und deutlich tut. Alles andere wäre, glaube ich, ein sehr problematisches Zeichen, was man auch nach Peking senden würde. Das würde eben bedeuten, dass man an Glaubwürdigkeit verlieren würde. Man hat gerade dieses Thema so intensiv angesprochen, man hat sich dafür eingesetzt und jetzt im Zeichen einer Krise, einer Wirtschaftskrise, sollte dieses Thema dann vom Tisch sein. Das kann nicht sein. Thank you.